Also die Bergpredigt, das sind ja nur drei Kapitel in der Bibel, also Matthäus-Evangelium Kapitel 5 bis 7. Aber das war genug für Jakobus, das hat ihn sein Leben lang beschäftigt. Ein Buch, nicht etwa schöne Geschichten, sondern aus dem Krieg zwischen Frankreich und Russland, als Napoleon Russland angegriffen hatte. Und man weiß gar nicht, auf welcher Seite ist er eigentlich. Aber er ist gar nicht auf einer Seite, sondern er ist auf beiden Seiten. Es ist ein Buch der Feindesliebe. Und diese Feindesliebe hat Leon Tolstoi sein Leben lang fasziniert. Er hat sie aus der Bibel gelernt, aus der Bergpredigt, aus den Worten von Jesus Christus, und sie hat ihn inspiriert, immer wieder neu die Welt anders zu sehen, als die meisten Menschen sie sehen. Und was ich eben an Leo Tolstoi so faszinierend finde, das war für ihn nicht Theorie, sondern das war Praxis. Er war ja eigentlich steinreich. Ein ganzes Dorf gehörte ihm mit allen Bauern, die waren bei ihm verschuldet. Das hat er so ererbt von seiner Familie zur Zeit der Zaren. Aber er war nicht glücklich damit. Als er die Bergpredigt las und dann das Leben von Jesus verglich mit seinem Leben, machte er eine Genossenschaft mit diesen Bauern und lebte mit ihnen, arbeitete mit ihnen, als ob er einfach einer von ihnen wäre. Und diese Genossenschaft hat weiter existiert, noch weit über seinen Tod hinaus. Ich weiß nicht, hast du auch die Bergpredigt gelesen? Ich weiß nicht, was du daraus für dich genommen hast. Hast du gedacht, ja, das ist etwas für Verrückte, das kann man ja sowieso nicht praktisch anwenden? Leo Tolstoi hat es praktisch in seinem Leben angewendet. Also die Bergpredigt, das sind ja nur drei Kapitel in der Bibel, also Matthäus-Evangelium, Kapitel 5 bis 7. Aber das war genug für Leo Tolstoi. Das hat ihn sein Leben lang beschäftigt. Und er hatte einfach den Mut, anders zu sein. Das finde ich so toll an ihm. Da hat er doch dieses Buch auch geschrieben, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Und darin plädiert er dafür, dass alle Kriege unchristlich sind. Alle Kriege, die die Christenheit je geführt hat, sind unchristlich gegen die Bibel, gegen die Bergpredigt. Steht ja dort von der Feindesliebe. Und dann hat dieses Buch ein riesen Echo ausgelöst. Bis ins ferne Indien hat es ein junger Mann, ein Politiker namens Mahatma Gandhi gelesen. Und er hat geschrieben später, dieses Buch hat einen unauslöschlichen Eindruck auf ihn gemacht. Es hat ihn regelrecht überwältigt. Und später hat auch dieser Gandhi noch einen Leserbrief von Tolstoi in einer indischen Zeitung übersetzt und lanciert und veröffentlicht. Und sie sind echt Freunde geworden, Brieffreunde auf jeden Fall. Und in diesem Leserbrief hat Tolstoi die Inder dazu ermutigt, in ihrem Befreiungskampf gegen die Besatzung der Engländer, das war ja die Zeit der Kolonialmächte, in diesem Kampf sollen sie doch Nächstenliebe und passiven Widerstand, sollen sie doch die Bergpredigt anwenden anstatt Gewalt. Das hat auch den Mahatma Gandhi, diesen Anführer dieser Bewegung, fasziniert und hat sich davon inspirieren lassen. Und sie hatten dann einen Briefwechsel noch bis zum Lebensende von Tolstoi und haben regelrecht so eine Strategie entwickelt, wie man durch Streiks und durch passiven Widerstand der englischen Regierung zeigen konnte, die sind in der Mehrzahl und ihr habt eigentlich gar keine Chance und wir müssen es gar nicht auf einen Krieg ankommen lassen. Und die haben sich tatsächlich überzeugen lassen, nicht gerade sofort, also es ging immerhin von 1918 bis 1947, dann haben sie sich überzeugen lassen, durch Indien zu verlassen und das eigene Volk sich selber regieren zu lassen. Also durch diese Ermutigung von Leo Tolstoi hat er doch tatsächlich unzählige Menschenleben gerettet. Gandhi wiederum lebte auch einige Jahre in Südafrika. Und dort war ja dieses Apartheidssystem
dass die Weißen zu oberst setzte und dann die Inder und dann die Schwarzen. Und er setzte sich gewaltlos als Rechtsanwalt auch für die Rechte der Inder ein und beeindruckte einen afrikanischen, anglikanischen Erzbischof namens Desmond Tutu. Und Desmond Tutu wurde sehr berühmt, vielleicht der berühmteste Mann der Befreiungsbewegung in Südafrika, weil er sich zum Beispiel zwischen schwarze Demonstranten und weiße Polizisten stellte und sie miteinander versöhnte. Er setzte auch sein Leben ein, zum Beispiel, wenn ein Mob einen Denunzianten, also einen Verräter, linchen wollte, setzte er sich da dazwischen und sagte, nein, wir wollen eine gewaltfreie Bewegung. Auch er liebte ja die Bergpredigt. Und wenn dann dieser Übergang der weißen Regierung an die Mehrheitsbevölkerung einigermaßen gewaltlos über die Bühne ging und schlussendlich auch der beste Freund von Desmond Tutu, Nelson Mandela, als erster Präsident eingesetzt werden konnte, dann war das ganz bestimmt ein Verdienst dieses Erzbischofes. Also, ich möchte das einfach so nochmal wiederholen. Tolle Leo, er war kein Politiker. Er hat in Russland, wo er lebte, hat er nichts bewirkt. Außer in seinem eigenen Dorf natürlich. Aber durch seine enorme Vision und durch seine Literatur und durch seine persönlichen Beziehungen hat er den Befreier Indiens, Gandhi, beeinflusst und hatte den Befreier von Südafrika, Desmond Tutu, beeinflusst. Und 1959 kam der amerikanische Baptistenprediger namens Martin Luther King, ein schwarzer Bürgerrechtler, nach Indien mit seiner Familie, um dort zu lernen, wie die Afroamerikaner in den USA gleiche Rechte der weißen Mehrheitsbevölkerung friedlich erhalten könnten. Er kannte natürlich als Baptistenprediger die Bibel, kannte die Worte von Jesus, aber er ging nach Indien, um von Gandhi zu lernen, wie man das in die Praxis umsetzen könnte. Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und bittet für die, welche euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters in den Himmel seid. Diese Worte aus der Bergpredigt von Jesus tönen natürlich in den Ohren der meisten Leute wie eine Illusion. Sie greifen lieber schnell zu den Waffen und schlagen einander die Köpfe ein. Aber ehrlich gesagt, die meisten Revolutionen und die meisten Kriege haben die Welt nicht verbessert, sondern verschlimmert. Der Hass ist immer noch größer geworden und die Zerstörungen sind unvorstellbar an Menschenleben und auch an den Möglichkeiten, die wir hätten, von denen wir profitieren könnten, die aber durch solche Aktionen kaputt gehen. Und das Wunderbare finde ich an diesem Leo Tolstoi, er hat dort, wo andere nur billige Worte gesehen haben, hat er eine Faszination entdeckt und er hat sie in die Praxis umsetzen können durch andere Leute. Er hat unzählige Menschen auf der ganzen Welt inspiriert mit diesen Gedanken. Und schau, was zum Beispiel Martin Luther King dann sagte. Gewaltlosigkeit ist eine machtvolle und gerechte Waffe. Fürwahr, sie ist eine einzigartige Waffe in der Geschichte. Sie stößt zu, ohne Wunden zu schlagen, und sie adelt den, den sie handhabt. Die Feinde waren natürlich in den Augen der Afroamerikaner die weiße Mehrheit, welche die Schwarzen als zweiklassige Menschen behandelte. Und sie zu lieben bedeutete für Martin Luther King, ihnen zu zeigen, dass sie dadurch, dass sie das Volk spalten, ja selber am Ende die Verlierer sind. Ihr eigenes Volk wird schwach. Da gab es ja zum Beispiel diese Busse, bei denen die Weißen vorne einstiegen und die Schwarzen hinten. Und dieser ganze Busboykott wurde ja so berühmt, den Martin Luther King organisiert hat, wo auch viele Weiße mitgemacht haben.
bis diese Firmen Angst hatten, bankrott zu gehen und das ganze System auf den Kopf stellten. Und viele, viele andere gesetzliche Grundlagen wurden geändert durch zivilen Ungehorsam. Hat Jesus als erster Mensch in der Geschichte Feindesliebe erfunden? Nein. Praktische Beispiele gibt es bereits bei den alten Propheten im Alten Testament. Da lesen wir: Wenn du dem Rind oder Esel deines Feindes begegnest, die sich verirrt haben, so sollst du sie ihm wiederbringen. Wenn du den Esel deines Widersachers unter seiner Last liegen siehst, so lass ihn ja nicht im Stich, sondern hilf mit ihm zusammen dem Tiere ab. Freu dich nicht über den Sturz deines Feindes, dein Herz juble nicht, wenn er strauchelt, damit nicht der Herr es sieht und missbilligt und seinen Sohn von ihm abwendet. Das ist Sprüche 24, 17. Hat dein Feind Hunger? Gib ihm zu essen. Hat er Durst? Gib ihm zu trinken. So sammelst du glühende Kohlen auf sein Haupt und der Herr wird es dir vergelten. In Sprüche 25, 21. Wenn man alle Beispiele der Auswirkungen der biblischen Feindesliebe in der Geschichte sammeln würde, könnte man viele Bücher finden. Aber wir können das nicht machen. Wir können nur ein einziges Beispiel rausnehmen von Dirk Willems, einem der bekanntesten holländischen Wiedertäufer. Und er wurde eingefangen, ins Gefängnis gesetzt, konnte aber fliehen. Wegen seinem Glauben war er im Gefängnis, konnte fliehen im Winter, rannte über einen Weiher, einen See und die Verfolger hinterher. Und einer der Verfolger sank ein im Eis und Dirk Willems rannte zurück und rettete ihn. Doch leider wurde er deswegen dann wieder eingefangen. Und trotz dieser noblen Tat hat man ihn am 16. Mai 1569 in Holland in Asperen auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Also die Feindesliebe ist nicht unbedingt ein Erfolgsrezept. Jesus selber, der ja sein Leben lang Feindesliebe praktiziert hat, wurde am Ende trotzdem gehasst und gekreuzigt und mitten unter diesen furchtbaren Schmerzen, die er dort litt, hat er aber vergeben, hat er noch immer Liebe gezeigt. Und diese Liebe ist so eindrücklich, dass Millionen von Menschen im Laufe der Menschheitsgeschichte davon berührt wurden, die Kraft erhielten, auch ihren Peinigen zu vergeben und eine enorme Veränderung auch in der Weltgeschichte dadurch geschah.